Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Portal 2. Zurück in den Testkammern. Bevor ich jetzt hier diese Aufnahme wirklich anfange, ganz kurz. Ich habe schon mal zu einem gewissen Punkt jetzt gespielt gerade, bloß zwischendurch habe ich mitbekommen, dass meine FPS teilweise auf 7 bis 0 gesunken sind. Habe deswegen nur gesagt, okay, ich blasse hier auf diese Aufnahme ab, die Folge lade ich nicht hoch. Habe mir mal neu gestartet, die Aufnahme. Nochmal ein paar Einstellungen runterskaliert, aber ich hoffe, dass jetzt so passieren, klappen wird. Also, ich weiß jetzt auch schon leider die nächsten paar Kammern, was wir machen werden. Okay, also das war hier unten, ist jetzt ein Portal. Dann fliegen wir hier durch. So, ich weiß noch gar nicht. Scheiß Alzheimer-Gedächtnis. Ich weiß noch gar nicht mehr, ob ich in der Folge eben gesagt habe. Also gegen Ende das hier unter dieses Videos, dieses Kommentar, dieses Hashtag Saves the Dog schreiben solltet oder ob ich das eben gesagt habe in der kaputten Aufnahme. Aber ist jetzt drauf geschissen. Ich sag es einfach nochmal. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stand zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Okay, alles klar, mache ich. Aber auf jeden Fall habe ich gesagt, wenn ihr die nächsten Mal Videos bei Streetiger schaut, schreibt mal bei ihm unten drunter Hashtag SavesTheDosh, damit ihr wisst, um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Moment, holy moly. Es wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Jetzt. Hier stimmt doch was. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Wheatley. Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Ja, die habe ich. Und was lernen wir daraus? Die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ja, ist meistens so. Gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Okay, mach ich. Ja. So. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Okay, auf drei. Bereit? Eins. Zwei. Drei! Das ist zu hoch. Ist doch zu hoch, oder? Also. Really? Okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang mich auf! Au. Das war zu schnell. Ich? Bin nicht tot. Ich lebe noch. Okay, alles klar. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Okay, dann zeige ich dir was. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Bitte was? Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Okay. Okay, dreh dich wieder um. Bam, Geheimtür. Die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Heb mich hoch und dann raus hier. Und los geht's. Okay. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Ja, also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Oh nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, ja, weiter. So, jetzt nähern wir uns auch schon der Stelle, wo es angefangen hat, so stark zu ruckeln. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Wir gehen da durch. Wir wissen nämlich genau, dass sie nicht am Leben ist. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, siehst aus. Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Da ist sie. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte.
Völlig durchgeknallt. Weißt du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Okay, die Treppe runter. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Scheiß drauf, Jodo! Ich werde immer noch festgehalten, das ist super! Du hast kräftig zugepackt, uns geht's gut, ganz hervorragend! Hier sind die Teile anscheinend drin gelandet. Also, das wird schließlich mal hier dieser Schacht sein. Ah, entschuldige, am besten nicht nach unten sehen. Ah, schon wieder runtergesehen. Bitte. Okay, was haben wir denn hier? Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anfassen. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Siehst du es irgendwo? Ich kann es nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das Licht an. Es werde Licht, so sprach Gott. Ich habe Gott zitiert. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Was hast du gemacht? Also, Fluchtkapsel. Es bewegt sich nach oben. Okay, ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Nein, wird noch schneller. Oh. Power-up eingeleitet. Okay, keine Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Es gibt ein Passwort, das kann ich hacken. Kein Problem, wollen mal sehen. Nein. C. Nein, warte, hatte ich B schon? Schreib das mal auf. Power-up abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Ich hab nichts getan. Hallo? Oh, du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ganz gut. Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hattest. Du hast was? Oh nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leidtun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Der Wissenschaft zuliebe, du Monster. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Fuck. GLaDOS lebt wieder. She is back to Da wären wir, die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Nein, das darf nicht wahr sein. War das ein Plan zu ihr? Da ist sie. Warte. Da. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Street, war das dein Plan dahinter? Wolltest du GLaDOS wieder zum Leben bringen? War es das? Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Nein, danke, ich verzichte. Lass mich das für dich holen.
Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Was? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür übrig, in etwa. Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Das war die letzte Testkammer. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Ja, wahrscheinlich hat's auch mal gemacht. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Juhu. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote erwecken vielleicht. Nein. Das kann's nicht sein. Claudius wieder lebt. Wie? Verzeih das Chaos. Ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke übrigens. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Laser? Laser, okay. Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Ja, aber nicht. Dann bin ich frei. Du Krautfress. Computer-Roboter-Getönt zu lesen. Wieso? Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Ganz gut, Claudius, oder? Was kann ich jetzt hier... Oh, ist ja mal geil. Aber sonst klappt's noch. Gut gemacht. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Ja, gut zu wissen. Vielen Dank, du schrecklicher Computer. Ja, super. Jetzt dürfen wir doch schon wieder mit der Portalkanone hier rumlaufen. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut, es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Ja, darf ich mal die Berichte davon sehen? Oder sind die zufälligerweise nicht erhältlich? Sein.
baut ihre Anlage wieder auf. Ja, super. Setzen wir mal den Laser da hin. Und dann muss dieser Laser. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Natürlich, wie soll denn das gehen? Ich war 9999999999 im Hyperschlaf. Wie soll ich da futtern? Ist klar, GLaDOS. Du kannst uns nicht runtermachen. Das kannst du mal fett vergessen. Moment. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ich will aber die Anlage zerstören. Ganz kurz nur zur Info, das Let's Play wird auch schon wieder vorher aufgenommen. Es kommt ein bisschen spät, glaube ich. Das ist auch wieder voraufgenommen für die Teneriffa-Zeit, mein Praktikum. Also jegliche Kommentare über, keine Ahnung, sowas, Tipps und so weiter sind quasi nutzlos, aber trotzdem freue ich mich über Kommentare. Und lass mal einen Daumen nach oben da. Okay, weiter geht's. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Ha, ha, Schwabbel zum Aufzug und wir testen weiter. Hahaha, ha, ha. Ist da jemand zickig? Dann schwabbel mir mal den Aufzug runter. So, schwabbel. In letzter Zeit zu viel Öl gefuttert oder so? Ersten Mal. GLaDOS ist jetzt richtig wütend auf uns. Ja, okay, wir haben sie auch getötet. Ja, da kann man auch aufholen. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Wow. Und jetzt? Ah. Too easy for me, GLaDOS. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Ja, weißt du, was ich auch noch interessant finde? Mir fällt ja wieder sowas ein. Hier, du kannst dich mal. Ich hab fast eine Gülle. Gott. Was wird hier nur aus diesem Laden? Vor allem, jetzt ist GLaDOS wieder sie selbst. Im ersten Test haben wir sie von... Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Willst du Mitleid oder was? Kannst du vergessen. Was mich jetzt mal gerade interessiert, so ganz theoretisch gesehen, im ersten Teil
haben wir ja diesen Kern von GLaDOS zerstört, der dafür gesorgt hat, dass wir hier diese Nervengasattacke, die sie gemacht hatte. Dafür hat sie ja diesen Kern bekommen, den wir zerstört hatten, wodurch sie wieder sie selbst war, sage ich jetzt mal. So, die ganzen Testabläufe vorher waren ja schon noch normal, also nicht von der GLaDOS ausgehend. Also ihr wisst, wie ich das meine. Jetzt ist sie wieder am Leben. Was macht sie, wenn die Anlage wieder fertig ist? Baut sie irgendwie eine Armee auf von diesen Androiden und will die Weltherrschaft an sich reißen oder was? Das gefällt mir ja nicht. Ihr könnt ja mal, wir sind mal schon Escape. Ihr könnt ja mal schon in die Kommentare schreiben, was ihr von dieser Theorie haltet. Ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung. Und ich wundere mich auch gerade, warum ich hier trotzdem diese Gestik mache, aber wow, Happy Birthday mache ich im Gestik. Ui, ich bewege meine Hände und meine Arme. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das war es auch schon für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare, auch wenn es zu spät kommt. Gut, schaut auch mal bei Streetigger vorbei oder Tribuno, keine Ahnung. Wollte wieder was gesagt haben, habe ich da was gesagt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.